Artikelnummer SCP-063. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-063 muss zu allen Zeiten im persönlichen Badezimmer von Dr. aufbewahrt werden, das sich in den Personalräumen Standort 19 befindet. Das Objekt ist mindestens einmal innerhalb von 24 Stunden wie vorgesehen zu verwenden oder das Objekt beginnt eine unbekannte Spezialstrahlung auszusenden, die dazu führt, dass sich Objekte und Materialien innerhalb eines Radius von 0,6 Metern langsam verändern und schließlich zu einem feinen Staub zerfallen. Eine vergleichbare Wirkung dieser Strahlung auf lebende Subjekte wurde bisher nicht beobachtet. Beschreibung: Bei SCP-063 handelt es sich augenscheinlich um eine gewöhnliche, hellblaue Zahnbürste. An einer Seite des Objektes sind die Worte "die weltbeste Zahnbürste" aufgedruckt. Das Wort Zahnbürste ist dabei falsch geschrieben, obwohl dabei unbekannt ist, ob es sich um Zufall oder um Absicht des Erschaffers des Objektes handelt. SCP-063 zeigt die Fähigkeit, mühelos durch alle toten oder anorganischen Substanzen zu schneiden, wobei der Schwerpunkt dieser Fähigkeit in den Borsten liegt. Die von den Borsten berührte Materie wird jedoch nicht wie bei einem Messer getrennt, sondern vollständig aus der Existenz gelöscht, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen. Dieser Effekt erinnert an SCP-2207, was darauf hindeutet, dass die beiden Anomalien eine Verbindung haben oder von derselben oder denselben Entitäten geschaffen wurden. Zusätzlich haben Subjekte, die SCP-063 verwendet haben, behauptet, dass die Verwendung ein Gefühl bemerkenswerter Reinheit auf ihren Zähnen hinterlassen hat. Trotz der außergewöhnlichen Fähigkeiten hat eine Laboranalyse festgestellt, dass SCP-063 vollständig aus gängigem Kunststoff besteht. Anhang: SCP-063 wurde ursprünglich in St. Petersburg im Besitz von gefunden, einem Dieb, der in der Gegend arbeitete und die Fähigkeiten von SCP-063 zum Knacken von Tresoren nutzte. Auf die Frage nach dem Ursprung des Objekts täuschte das Objekt Unwissenheit vor und behauptete, dass er das Objekt eines Tages einfach gefunden habe. Die Befragung des Objekts ging weiter, bis er sich das Leben nahm. Sein Grund dafür ist derzeit unbekannt.